ein. Die einst schönste Zeche der Welt ist heute ein riesiges Kultur- und mittlerweile auch Gründer- und Wirtschaftszentrum, wo sehr, sehr viele tolle Dinge passieren, wo man sich etwas anschauen kann, was es nirgendwo sonst auf der Welt gibt, nämlich eine famose Industriekultur mit einem tollen Museum. Wir haben das Museum Volkwang, wir haben 4 Van Goghs in Essen und wir haben natürlich unseren wunderschönen Baldeneysee, das ist nicht weit von hier. Also ich weiß nicht, wir haben ja viele auswärtige Gäste, die ja speziell wegen dieses Event gekommen sind, auch hier übernachten. Jetzt wissen Sie auch, wo Sie überall noch hingehen können morgen. Was mache ich falsch? Ich stehe einfach nur hier und moderiere. Was würdest du Leute empfehlen, die kurz entschlossen hier nach Essen kommen? Ja, man braucht ja im Moment nicht in den Süden fahren, weil der Süden ist ja jetzt hier bei uns. Und ich kann kurz entschlossen empfehlen, vor allen Dingen die hier angereist sind, es sind ja einige Hotels auch voll mit Sonnenklar-TV, also wer morgen noch eine kleine Kanutour auf der Ruhr machen will, der kann zum Beispiel nach Kettwig fahren, dort gibt es einen wunderbaren Kanuverleih, man kann mit der Weißen Flotte über den Baldeneysee fahren, das ist sicherlich sehr, sehr schön da unten, oder sich ein Fahrrad leihen, wir haben den Ruhrtal-Radweg hier unten im Essener Süden, das ist der drittmeist befahrene Radweg Deutschlands. Also auch sicherlich ganz, ganz toll. Oder wer es kühl haben will, der geht dann nach Zollverein ins Museum oder ins Museum Volkwang. Da ist auch der Eintritt frei. Ich bedanke mich bei Richard Röhrhoff von der Essen Marketing. Dankeschön, Richard.